So, erstmal guten Tag, Leute. Jetzt geht es erstmal weiter hier. Und zwar, ihr habt ja im letzten Video dieses Gerät hier gesehen. Ja, den Auspuff. Den machen wir jetzt da dran. Hier. Und dann schauen wir mal. Was ich auch noch habe, sind Blinkergläser mit E-Zulassung. Die auf dem Motorrad hier, die waren noch mit Dot. Ich denke mal, die waren, haben eben nur ein paar Cent gekostet. Deswegen sicher, sicher. Und dann ist eigentlich die Harley schon TÜV-bereit. Könnte ich mir vorstellen, dass die in einer der nächsten Videos auf jeden Fall zum TÜV geht. So, dann machen wir jetzt erstmal, stecken wir erstmal den Auspuff grob dran. Gucken wir mal, aua, wie das hier alles funktioniert. Diesmal habe ich auch etwas bessere Schuhe an als letzte Mal. So. Bisschen Gleitgel drauf. Hier ist ja die Schwinge und hier ist die Auspuffhalterung. Da werde ich mir so oder sowas bauen müssen. Ich bin hier mal überlegen, die Auspuffhalterung jetzt hier nach unten zu drehen. Ich muss ja von hier irgendwas dahin bekommen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und werde ich wahrscheinlich so lösen. Das sieht aber nicht so schön aus. Oder ich mache das ein bisschen so. Oder? Nee, muss ich so machen. Das sieht aber nicht so geil aus, oder? Wenn ich das so rum mache, oder ist das egal? Aber ich mache den jetzt erstmal so fest. Ich will jetzt erstmal hören, wie der sich anhört. Und dann ziehe ich den jetzt mal eben fest. So, Auspuff ist jetzt erstmal provisorisch dran. Ich habe auch schon eine Idee, den irgendwie zu befestigen. Ich habe nämlich so ein paar, ja, Flacheisenstücke. Muss ich mal gucken. Ich werde das, glaube ich, ganz anders befestigen, als ich ursprünglich vorhatte. Vielleicht passt das dann doch alles. So, jetzt machen wir erstmal einen Teststart und gucken mal, wie sich das Gerät anhört.
hört sich doch ganz gut an. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Die Harley ist auf jeden Fall, leise ist sie nicht, laut aber auch nicht. Passt ganz gut. Ich werde halt gucken, dass ich den hier anders hinbekomme, weil das gefällt mir so nicht. Aber da schaue ich mal. Auf jeden Fall bin ich erstmal zufrieden. So, was machen wir jetzt? Dann mache ich jetzt mal hinten die Blinker, vorne die Blinker, dann habe ich das nämlich auch schon mal erledigt. Ach, Fresse halten. Du kleine Sackgasse. Der kleine. Ich zeige euch mal direkt den Unterschied. Ich weiß nicht, ob man das, warte mal, ob ihr das irgendwie sehen könnt. Hier steht auf jeden Fall Made in USA. Harley Davidson ist klar. Und dann steht hier halt nur eine Dot-Nummer. Wahrscheinlich würde es sogar reichen. Aber hier ist halt mit E-Nummern. So, wie es hier in Deutschland vorgegeben ist. Und jo, die mache ich jetzt drauf. Leute, und ich finde, das sieht sogar besser aus mit den dunklen, oder? Was sagt ihr? Auf jeden Fall. Ich hatte mir ja hier das Rücklicht eigentlich auch in dunkel bestellt, als LED, aber es hat nicht gepasst, weil es nur quasi halb so dick war. Also es war viel dünner als das Originale. Da werde ich mal irgendwann mal nachgucken, wenn ich mal was Passendes finde, dann hole ich es. Aber ich mache jetzt erstmal die anderen Blinker noch zu Ende. Haben wir die komplette Beleuchtung mit E-Nummern. Da, die waren ja sowieso schon mit E-Nummern. Gott sei Dank waren nur noch die Blinker, die gefehlt haben. Und der Auspuff. Und dann muss ich mich halt noch darum kümmern, dass ich auf jeden Fall hier irgendwie mit, ganz schön heiß, du. Dass ich hier auf jeden Fall irgendwie eine Befestigung hinbekomme. Da bin ich mal überlegen, wie ich das mache. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich halt mit so einem Stück Flacheisen hier einen Punkt nehmen werde und dann hier das Gewinde mitnutzen werde, wenn ich das dann gerade ziehe. Und ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, ungefähr so mein Plan. Es ist auch so eigentlich relativ fest, aber quasi das hängt jetzt quasi nur, ja. Das ist ja relativ lose hier, das ist ja nur reingesteckt. Also hier hast du keinen großartigen Halt, sondern wirklich nur am vorderen Krümmer. Das heißt, ich muss hier noch irgendwas machen zum Stabilisieren. Mal gucken, ob ich das jetzt in dem Video mache oder nicht. Ich werde gleich mal ein Stück Flacheisen rausholen. Und da vielleicht noch irgendwie ich muss mal überlegen, wie ich das mache. Ich bin mir da noch nicht sicher, was ich wie machen kann und werde. Werden wir dann mal sehen. Auf jeden Fall hört die sich ganz gut an. Da kann ich nichts gegen sagen. Und jetzt schauen wir mal mit den Blinkers, wie das ausschaut. Jo, das geht doch. Wunderbar, Leute. So, kleines Update. Ich habe gerade mit der Harley-Werkstatt in Rheinbeck telefoniert.
Die machen ja TÜV und so weiter. Und ich habe ja diesen deutschen Sticker hier schon entdeckt. Und es kann sein, dass die schon, ja, dass die nur noch normalen TÜV braucht für Deutschland, dass dann die sich darüber das Datenblatt holen, damit ich das nicht extra bestellen muss. Ich soll die Harley jetzt dahin bringen, weil so bin ich ja eigentlich fertig. Und das mache ich dann jetzt und dann mal gucken, was der TÜV-Prüfer morgen sagt, ob der dann direkt TÜV drauf macht, beziehungsweise sich das, ja, die ganzen Daten dann holt und fertig, Ende, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das sieht gut aus. Nur noch der Lenker, der muss, glaube ich, einzeln eingetragen werden und jo, das war's dann. Da werde ich mal eben schnell was ausdrucken und das ist es dann. Oh, Leute. Erstmal guten Tacho, Spiegel einstellen. Also, wir sind jetzt immer noch im Video, wo ich den Auspuff dran gebaut habe und die Blinkergläser gewechselt habe. Ich fahre jetzt schnell zum TÜV. Ich habe nämlich, nachdem ich alles angebaut habe, in Rheinberg noch angerufen, hier bei MSG oder wie das heißt, wie das aussieht mit TÜV. Jetzt seht ihr ja, ich fahre schnell dahin. Und ja, ich habe ja auf dem Rahmen schon eine deutsche EG-Nummer drauf oder E-Nummer oder wie das da heißt. Und da sagte, also ich hatte davon kein Foto, aber ich sollte davon mein Foto machen, per WhatsApp schicken. Und das habe ich gemacht. Ich sagte, jo, dann bringst du vorbei, morgen ist der TÜV-Mann da. Und wenn das alles gut aussieht, dann machen wir da schnell TÜV drauf und dann ist das fertig. Dann braucht er nämlich kein Datenblatt und so weiter. Für, ja, für teuer Geld. Dann macht er einfach nur die 21 Abnahme oder was weiß ich was oder sogar normale. Ich habe keinen Plan, wie rum jetzt. Der Lenker wird noch eingetragen. Dafür habe ich eben noch alles ausgedruckt. Und Leute, ja, ich harle schon durch die Gegend, Leute. Merkt ihr das? Ich bin so vertieft in dem Thema. Oh, das ist so gemütlich, hier drauf zu sitzen. Oh, leck mich an meinen Zuckerli. Oh, den muss ich noch ein bisschen nach vorne drehen. Aber sonst passt alles wunderbar. Ich fahre jetzt schnell dahin. Und jo. Bin gespannt, ob sie morgen TÜV hat. Oder nicht. Oder was auch immer. Oder. Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video und wahrscheinlich gibt es dann auch neue Infos über die Harley und über TÜV und so weiter. Auspuff hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ich werde mir noch die Racing-Dinger da holen für den Endschalldämpfer. Ja, ich muss mir natürlich noch deine Halterung bauen. Der sagte, das ist aber nicht TÜV-relevant. Also gut, dann machen wir das so und fertig, Ende. Leute, haut rein, wir sehen uns im nächsten Video.